Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren legendären Folge Assassin's Creed 3. Ja, Freunde, wie immer, danke erstmal fürs erneute Einschalten, danke fürs Begleiten bis hierhin, danke für den Support bis hierhin. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß und ich würde sagen, wir starten direkt durch. Videobeschreibung natürlich abchecken, Freunde. Ihr wisst Bescheid, beim letzten Mal war ja irgendwie der Sound extrem verbuggt. Ihr habt ja am Anfang wahrscheinlich gemerkt, dass da plötzlich das Schlaggeräusch schon kam, obwohl es erst 2 Minuten später... Ja, sehr gut, der du mit Zoom, mein Denny, war der Rohr, geht dann noch gar nicht mehr. Ich war ja noch wander, der Gott der Trauer. Dann du sie dir so sie war gar nicht so. Und Guri Hunja, Kanadakta, Ezot Kodina Gerenio, Ton die Jadora de. Ja, wir sind noch nicht fertig. Snore am Dajo Quatte. Jot Quenias, ja kann hey at de. Kaya der Nordu Negiga de Ham Tanega. Onik Tian de Waderi war Quenias Tage, Nessa Oyera. Da denak dotas aun dasa de sanuni. Da ganze sadwahte an de wadu nege negario. Da no yan wadora. Jo jena tu onek tia se tsari di nume guja darorox ne gundirio. Dio suma garo de di de wats gan hukwa. Ja. Di ka negi rata. Zezak ne ga yendere watrori di hatskwi. Wasti de hum tanega ga an iweskwe. Es ist halt sehr inspiriert von Red Dead Redemption. Ganiot. Jo janere, hau jade nyanda ne zaha gariot dawana ye deniena, zini gariwes yu genir harde. To idwes, za de saniyost ne za ana. Ja, ganyagwire danu gahure au naya anga daksa de ne ganehum. Ne gigas kayada gesnu sage angats de zi anjena. Onak tiskena asu a ange. Doga oske nundu ayungeniga. Oma Dego, da guade Rorok. Rot Quenis, in serio, yo yanere. Ona deni Rorok egi, onze jatka zera ne yutkar harakwa. Ah, kann man hier haben wir auch Erfolg gehabt. Ja, wie gesagt, also auf der einen Seite finde ich es cool, dass sie sich ein bisschen Zeit nehmen für die Jugend quasi und Kindheit von Connor, aber wie gesagt, dieses Jagdsystem ist so aufgesetzt bei dem Spiel. Man merkt es halt einfach, die wollten Red Dead kopieren. Onak de deni Zaru an Jadora de. Doga idenere yat da yedin okta. Yat da wag der yant da re. Kunye takwa, da za da de tak, ni nize. Gut, ich hab alles erledigt. Gana dogu? Oh na awa ne. Otku. Spektrum Events. Ja, das gibt's ja auch. Komm, was willst du machen, hä? Du hast keine Chance, kleiner Bär. Dem Bären entkommen, ja. Weg hier! Hau ab! Es hört sich so an, als hätte er schon eine versteckte Klinge, Alter. Hat er die schon? Ne, hat er doch gar nicht. Hä, womit hat er zugestochen vorne? Womit hat er zugestochen? Ganz komisch. Der hatte noch gar keine versteckte Klinge. Das war ja genau das Geräusch. Also ganz komisch, verbuggt irgendwie oder irgendwie durcheinander gekommen. Vielleicht selber die Entwickler, man weiß es nicht so genau. Bisschen komisch auf jeden Fall. Aguahua geht's hanige. Was geht nja gante? Njawa. Amse jachtan di ona. Ayawa siro naja ge ho di niku hrayanda ne. Zino jera ya ezo di etie naam. Nek ziyato deyot. Oh, niyot. Rat dukha waha gari hunya. Nächste Mission, Freunde, nächste Mission. Hallo, Omi.
Na hoda tiga. Kan hoha. Ane? Willkommen, Wächter. Bist du ein Geist? Betrachte mich als einen solchen. Wo bin ich? Du bist, wo du vorher warst. Wenn du fragen willst, was du im Moment siehst, wir nennen es den Knoten. Von hier werden Wahrscheinlichkeiten berechnet, auf dass der richtige Pfad gewählt wird. Welcher Pfad? Der deine. Folge mir. Na klar. Die gute alte Flugszene, wa? Hier mit dem Adler. Was hast du mit mir gemacht? Eine Form gewählt, die deiner Kultur entspricht. Sie erleichtert uns die Navigation. Aber es ist schon interessant. Wir haben Jahrtausende auf deine Ankunft gewartet. Du, wie du ihnen das letzte Stück bringst, auf dass er die Tür öffne. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. Meine Worte verursachen Schmerz. Doch das war nicht meine Absicht. Du bist wichtig, Kind. Viel wichtiger, als du je wissen wirst. Im Geheimen bereiten sich Mächte darauf vor, das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn das geschieht, wird das Heiligtum verletzt. Au! Ist schon interessant, dass sie direkt zu Connor spricht diesmal. Zu Ezio wollte sie ja nicht direkt sprechen, sondern nur durch Ezio mit Desmond. Du bist aus einem besonderen Stammbaum. Früher, heute, in Zukunft. Viele sind mit dir verbunden. Viele, die die Welt veränderten, die sie verändern werden. Und das sollst auch du. Ich rief dich, damit du von deiner Pflicht erfährst. Du musst das Heiligtum vor denen schützen, unser Werk vernichten wollen. Welches Heiligtum? Welches Werk? Bleibst du auf deinem Weg, kommt es zu einem schlechten Ausgang. Kurzzeitiger Zugriff wird die Region destabilisieren. Dein Dorf und seine Bewohner werden zerstört. Was soll ich also tun? Das erfährst du von einem Mann, der dich weiter ausbilden wird. Suche dieses Symbol. Oh ja. Zweifellos hast du viele Fragen. Die Zeit beantwortet sie. Zunächst musst du folgen. Führen ist so schnell. Wow.
Ein denkwürdiges Erlebnis, ja, auf jeden Fall. Radun Hagerdun, got nue ni satka tun tiga gari wayerunits dun. Adun hets wagenat duni, wat garu di rungwe danja datka, agenat dun hase o niot di akande. Datune tiga runungwe, izi nat gahanda di tunas, gari was sivagaderi andre, anu izi gi oni, arahaja di zadetni gorizu ne dosa seri wayena. Yungar haratstone ayedewa dunhun januna. Next year, da sherry de nit nise. De ot den yung haje a hunjage, dan o ya taondo a yung guada se tunhage. Ya ka a tagit skodage, dan o agader harda de ne a yde wat wandat ne. Wat gunyat do dari sigi, o wadu era osete. O nujera di desaderi huadenyani. Aze gunya tak gweni da guri huadeni. Yaha sa giga. A se tsaari jina hoda ze saks dit gara kune gans. To nuo e dagat kahtone gari huayeru nitsdu. Ne egi garun gwera hawi oh ja snena di niio di zat ni staha wa sago snena. Jaama. Seri asa doga, nekti gets hani sudi ezo zar hare. Was se zakane gari huayro nitsdu, sa taha tsari. Vorzugehen war schwerer als erwartet. Ich dachte, die Reise würde mich irgendwie mit Stolz erfüllen, weil ich etwas erreicht hatte. Doch was immer mich von zu Hause fortgetrieben hatte, verblasste, machte Platz für Fragen und eine Menge Zweifel. War ich zu voreilig? War das alles ein Fehler? Die anderen Dorfbewohner, sie dachten, ich wollte das alles. Ich hätte es selbst gewählt. Doch ich selbst hatte nie so gedacht. Nein, es war nicht mein Wunsch. Es war vielmehr meine Pflicht. Denn wenn nicht ich, wer dann? Ja, geiler, auch hier wieder geiler Synchronsprecher gewählt, oder? Von Ubisoft. Haben wir wirklich wieder einen sehr, sehr guten Synchronsprecher genommen. Das müsste doch, glaube ich, ist das nicht sogar der von Ryan Reynolds auch? Das müsste der sein, glaube ich, wa? Der deutsche Synchronsprecher, wa? So, ab geht's. Zu einem der coolsten Nebencharaktere, kann man auch jetzt hier wieder sagen, Alter. Ist einfach so. Geh mir aus dem Weg! Ihm nach! Was geht jetzt ab, ey? Schnell hinterher. Ja, Achilles, Alter. Auch wirklich eine sehr, sehr nice Nebenfigur. Ja, richtig cool. Hallo? Oh, hallo! Du musst einer von diesen Wilden sein, vom Stamm der... Wie heißen sie? Irokesen, hä? Huh? Ja? Hab ich recht? Nee. Natürlich nicht, Terry. Die Irokesen sind kein Stamm. Oh doch. Oh nein. Die Irokesen sind eine Konföderation. Konfödi wie bitte? Tja. Konföderation, du Esel. Ein Verbund. Eine Allianz. Ein Zusammenschluss vieler verschiedener Völker. Ja, sag ich doch. Ein Stamm.
Hör zu, du ungebildeter Bauerntrampel! Ein Stamm ist nicht dasselbe wie eine Konföderation. Und es ist nicht meine Schuld, dass du zu blöd bist, um das zu kapieren. Wen nennst du einen Bauerntrampel, du kratzbuckliger Strolch? Moment, das geht nur ihn und mich was an. Ja, halt dich da raus! Einfach Jesse Pinkman, ey. Ich höre da sofort Jesse Pinkman raus. Geil. Ey, geil. Auch die Figuren, ey. Auch hier übrigens, man baut seine Siedlung auf, Freunde. AC Valhalla, Alter. Boah, übelst krasses neues Feature gewesen mit dem Aufbau der Siedlung, Alter. Voll krass neu gewesen, auf jeden Fall in der Reihe. Hatten wir, wie gesagt, nicht schon in AC2, dass wir eine Stadt aufbauen. Echt, es ist Standard so gewesen, Alter. Ach ja. Interessant auch, also wie gesagt, ich finde das Feature eigentlich, fand das Feature eigentlich ganz cool so bei AC Valhalla. Das hätte man viel besser ausbauen können mit cooleren Missionen und so weiter, aber gut, das ist eine andere Sache. Aber ich fand es ein bisschen komisch, wie sie uns das verkauft haben, als boah, das ist das neue über Feature. Und übrigens, jetzt gibt es Pfeil und Bogen in dem Spiel. Ihr könnt auch schießen auf Fernkampf. Und zielen tut ihr mit dem linken, mit der linken Schultertaste, mit der großen. Überlegt euch das mal, das ist ein geiles Feature fürs neue AC, oder? Bisschen übertrieben. So, ihn möchte ich nur sehen, Achilles, und dann können wir aufhören mit der Folge. Weil die nächsten sind richtig geil, also die Jagd beginnt quasi. Was? Ich dachte, du könntest mich ausbilden. Nein. Verschwinde! Ich werde nicht gehen! Schutz in den Stellen suchen. Machen wir nochmal. Wo ist der Killer-Truthahn vorne? Wo ist er? Wer kann sich noch an das Easter Egg erinnern? Ich muss ein Lager aufschlagen. Diese starren, puppenähnlichen Gesichtsausdrücke immer, die sehen aus wie, als wären die innerlich tot, die Figuren. Aber das ist halt so, Ubisoft, das ist unfassbar, dass Ubisoft das bis heutzutage immer noch nicht hinbekommt, geile Gesichtszüge. Ich verstehe das gar nicht. Die haben so viele talentierte Entwickler eigentlich, muss man ja mal sagen. Da sind ja viele gute Leute dabei, aber Gesichter ist nicht deren Stärke, wa? Auch beim neuen AC Valhalla haben sie ja sogar das nochmal ein bisschen verbessert, wenn ihr euch noch erinnern könnt, Mitte letzten Jahres, wie die Gesichter dann teilweise ausgesehen haben. Fast auf dem unfassbar schlechten Level wie bei Watch Dogs Legion. Und das vergleich das mal dann mit einem, keine Ahnung, Resident Evil oder Red Dead Redemption, GTA oder Last of Us oder irgendwas anderes. Das ist ja unfassbar, ich verstehe es nicht. Das ist irgendwie so deren Achillesferse, sind die Gesichter. Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land! Ich komme hoch! So, hör mir doch zu. Wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oh, du träumst vielleicht, ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter. Und du wirst nur eine Sache finden, den Tod. Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Solltest du auch. Ich werde nicht gehen, hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen.
Warte nur, alter Mann. So einfach wirst du mich nicht loswerden. So ist gut. So ist gut. Schön motiviert bleiben, ne? Wenn man ein Ziel vor Augen hat, alles dafür tun, ne? Er ist ein Tattergreis. Das wird einfach. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Pfeilchen. Wer seid ihr? Das geht dich einen feuchten Dreck an, kleine Missgeburt. Hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Nein. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ja? Oh, Alter, direkt niedergemesselt. Kommt her! Bam, Junge! Komm, komm! Ein Regentanz hilft dir auch nicht mehr. Alter, du kleiner... Ist das schon Rassismus? Schon, oder? Verpiss doch! Jetzt aber, ich drück doch die ganze Zeit B zum Blocken, Alter. Ja, ist zu langsam, als du zu langsam, Alter. Hallo! Sieht mal, wie der tanzen kann! Wieso wirft er die auch weg, Alter? Du sollst sie doch töten, ey. Oh ja. Reflexschuss. Bam, Junge! Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Du fragst besser den Boss. Du arbeitest also für den Alten, stimmt das? Vielleicht bringt dich das zum Reden. Oh. Vielen Dank. Räum hier auf. Und dann sollten wir wohl reden. Ja, dann sollten wir wohl reden. Das machen wir dann beim nächsten Mal, ey. Also, cool, ey. Ich freue mich schon drauf, auf die Gespräche zwischen den beiden und so weiter, auf die Mission, ey, wenn es richtig losgeht. Ey. Ich hoffe, ihr auch. Ich find's echt ganz geil. Ich verstehe auch gar nicht, warum die damals gesagt haben, so viele Leute gesagt haben, ey, Connor gefällt mir nicht, der heult nur rum. Ich verstehe, also, keine Ahnung, kann ich damals schon nicht nachvollziehen, kann ich heute nicht nachvollziehen. Aber egal, Freunde. Lasst gerne ein bisschen Feedback da. An der Stelle auf jeden Fall nochmal dickes Dankeschön, dass es so bei euch ankommt. Ist ja teilweise wirklich, obwohl es so alt ist, das bestlaufendste Projekt aktuell. Sogar besser als Returnal und Outriders sowieso. Lief ja auch Assassin's Creed besser als Outriders. Im Großen und Ganzen eigentlich so gesehen von der Unterstützung vor allen Dingen. Dementsprechend danke, wir hören uns. Haut rein.